Hallo zusammen, Produktvorstellung. Insta 360 One X2, das ist das gute Stück, Nachfolger von Vorgänger. Dazu haben wir ein Review gemacht letztes Jahr, mit dem war ich zum Beispiel auf Bora Bora unterwegs, Fahrradfahren und so weiter. Die neue Version hatten wir jetzt eine Woche im Einsatz, das ist ein Prototyp als Disclaimer. Insta 360 war so freundlich, mir das zur Verfügung zu stellen. Die Software und das Gerät ist alles noch Prototyp bzw. Beta-Software. Die finalen Geräte und Software ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen schneller, bunter und so weiter. Kann ich aber nichts sagen, habe ich nicht gesehen. Und was man damit machen kann und warum das so cool ist, zeige ich am einfachsten in einem Trailer. Film ab! Ist das cool oder ist das cool? Und das Besondere ist, dadurch, dass ich 360 Grad Film und Foto habe, ist das Schneiden furchtbar einfach und furchtbar flexibel, weil zum Beispiel diese Cockpit-Szene, da sitzen wir in einem Cockpit, das ist furchtbar klein und eng, da kann ich mit einer normalen Kamera nicht filmen, da kann ich nicht zeigen, wie das aussieht, weil das Cockpit zu klein ist. Ich muss also was Ultraweitwinkliges haben, Fischauge oder sowas. Oder eben sowas. Und dazu kommt natürlich, wir haben ein eigenes Video gemacht, wie das war bei dem Fliegen, Fotografieren. Das kommt dann die Tage online. Und da will ich ja zeigen, wie das ist, zu fliegen und zu fotografieren. Das heißt, man soll mich sehen, man soll den Piloten sehen, man soll aber auch mal aus dem Fenster gucken können. Und das, wir hätten ein zweites Flugzeug gebraucht. Und das bezahlt uns ja wieder keiner. Und mit der Kamera, die haben wir einfach vorne ins Cockpit reingehängt. Und schon haben wir die Innenansicht, einschließlich den Blick aus dem Fenster. Und für die Außenansichten haben wir das Ding einfach mit diesem Stick aus dem Fenster gehalten. Liebe Kinder, das nicht nachmachen. Der ist nicht dafür, bei Tempo 150 hat man dann doch ein bisschen Luftwiderstand, auch wenn das Gerät eigentlich klein ist. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich den Prototypen verliere. Aber es hat gehalten, war gar kein Problem. Ich habe mir nur umsonst Sorgen gemacht. Das ist natürlich super cool, solche Sachen. Und das geht natürlich genauso mit dem Auto, mit dem Kajak, mit dem Segelflieger oder was auch immer. Also alles, wo man halt eben einen Meter Reichweite hat. Und das Besondere ist halt, dass die Software diesen Stick rausrechnet. Den sieht man nachher nicht. Frag mich nicht, wie sie das machen, aber irgendwie können sie das. Und dadurch, wenn man das ein bisschen geschickt macht, dass es nicht so offensichtlich ist, dass ich nicht so da stehe, sondern das so ein bisschen geschickt mache, dann sieht man gar nicht, dass da eine Kamera ist, sondern man wundert sich, wie macht der Kameramann das? Das ist ziemlich cool. Und man kann die Nachbearbeitung am Computer machen, zeige ich gleich, oder direkt am Handy. Also gerade so als Instagrammer, ne, wir sind im Auto unterwegs, fahren irgendwo längs, ich will zeigen, wo wir hier sind, könnte ich damit kurzes Film machen und auf dem Handy schneiden, die Ansicht, die ich haben will, einschließlich Animationen etc. Und kannst direkt Instagram, Facebook und so weiter posten, ohne dass ich den Laptop rausholen muss. Das ist schon ziemlich cool. Wie das aussieht, wenn ich so eine Animation machen möchte, so ein Schwenk oder so eine Tiny Planet, zeige ich am einfachsten ganz kurz am Rechner Screen Recording an. Das ist jetzt die Insta 360 Studio Software. Ich habe hier links mal zwei Clips reingezogen und einen geöffnet davon. Das ist eben diese Kletterszene. Da stehe ich hier in der Wand, ich bin festgebunden. Und der Basti, der Mann von der Ulla, sichert sie von oben. Und ich habe jetzt hier die Kamera hingehängt. Wir sehen es jetzt nicht. Die hängt, da hängt sie. Da in diesem Riss hängt sie. Und weil sie sich selbst rausrechnet, sieht man sie nicht. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Die Kamera und der Stick sind nachher unsichtbar. Aber hier habe ich sie reingerammt. So, über mir, jetzt nicht zu sehen und jetzt doch zu sehen, ist die Ulla. Das heißt, ich zoome mal einmal, gehe mal einmal durch hier. Das heißt, sie seilt sich jetzt hier ab und rollt da gleich quasi an mir vorbei. Und ich kann jetzt zu jedem Zeitpunkt das Bild aus, den Bildausschnitt wählen und könnte Animationen reinmachen, das zeige ich gleich. Und jetzt kann ich hier sagen, das nennt sich Deep Track.
Das ist im Grunde so eine Objektverfolgung. Das heißt, er sagt, ich finde die Ulla, jetzt rechnet er einen Augenblick, das dauert einen Moment. Und er schwenkt mit, das heißt, die Animation, der Schwenk ist nachher sehr smooth, sehr gleichmäßig, solange er ihr folgen kann. Es hilft natürlich, dass sie ein rotes Oberteil anhat, das ist aber kein Zufall. Natürlich haben wir von vornherein gesagt, wir brauchen bunte Farben fürs Fotografieren. Unsere Models sind ja immer so, dass man sie auch sieht, sonst würde es ja keinen Sinn machen. So, jetzt stoppe ich mal. Und jetzt kann ich das zurückspielen. Und du siehst, die Kamera schwenkt mit. Das könnte ich nachher natürlich noch bearbeiten. Die Kamera schwenkt mit. Und es sieht sehr natürlich aus. Also es ist jetzt nicht abgehackelt oder sowas. So, und das kann ich jetzt, wenn ich jetzt ein Video habe, kann ich das exportieren und dann halt als MP4-Datei exportieren und dann ganz normal weiterverarbeiten oder online stellen oder wie auch immer ich das haben möchte. So, Tiny Planet. Das ist jetzt so mein VW-Bus, mit dem wir unterwegs sind. Und man sieht halt den witzigen Effekt, wenn wir hier längs fahren. Das sieht nicht immer gleichmäßig aus, also nicht immer gut aus. Jetzt sieht man es. Jetzt habe ich den Stick gerade reingeholt. Ich stopp mal, sonst wird uns schlecht. Da möchte ich starten. Dann gehe ich hier hin und sage eben Free Capture. Mache da ein Keyframe. So, dann ist das die Ansicht, die ich habe. Jetzt fahren wir hier mal ein Stück. Und dann möchte ich, dass es zoomen. Zoom, wo ist er? Noch eine Keyframe setzen. Einmal klicken und Keyframe setzen. So. Und jetzt kann ich hier sagen, eben Tiny Planet. So, was jetzt passiert, ich gehe zurück. Ich mache das mal, dass es da anfängt. So. Jetzt zoomt er raus zum Tiny Planet. Und wenn ich dann sage, das ist jetzt lang genug gewesen, sagen wir mal da, dann setze ich hier einen neuen Keyframe hin. Und gehe da wieder auf die normale Ansicht. Das heißt, was jetzt passiert ist, ich zeige es, ich spiele es nochmal ab, raus zum Tiny Planet, ein kleines bisschen, und wir zoomen wieder rein. Dann zeige ich noch ganz kurz die Stabilisierung, die ist jetzt hier an. Ich zeige mal die Szene mit Stabilisierung. Also man sieht, das ist ein Feldweg, der Wagen bewegt sich natürlich und wackelt. Und das sieht man jetzt überhaupt nicht. Ich zeige es nochmal und mache jetzt die Stabilisierung aus. Wieder nach vorne, so. Und da sieht man, wie doll das ruckelt, weil ich halte das Ding am langen Arm und natürlich wackelt das. Und das nimmt die Flow Stabilization also komplett weg. So, Praxis. Was macht man denn damit? Ich bin ja vor allem Filmer. Und das ist tatsächlich so, der Sebastian ist mein Filmer, der filmt mich normalerweise, aber nicht jeder hat einen Sebastian. Und auch wir beide sagen häufig, wir bräuchten einen dritten Kameramann. Weil wir einfach nicht immer, zum einen wollen wir uns beide zeigen können. Und wir sind halt einfach in Situationen hin und wieder, wo es auch nicht einfach ist zu filmen. Praxisbeispiel, ich bin beim Klettern und da ist es so, ich bin mit der Ulla am Klettern und wenn ich das zeigen möchte, uns beide da an der Wand, wie mache ich denn das? Dann muss ich ein zweites Team haben, das zweite Team muss ich in der Seillänge neben uns hängen und müssen dann so rüber filmen. In dem Fall haben wir das Ding genommen und haben das einfach in eine Spalte, eine Felsspalte reingerammt, dass es stabil hängt, nicht runterfällt und dann sage ich Start. Und das Ding läuft. Und da ich das hier 360-Grad-Video habe, kann ich halt im Nachhinein einen Bildausschnitt bestimmen, für Fotos wie auch für Videos. Oder abseilen. Abseilen heißt, oder runterlassen beim Klettern. Ne? Ola klettert hoch, sie kommt wieder runter, dann stehe ich unten und sichere sie. Dann kann ich sie nicht fotografieren oder filmen. Eigentlich muss man einen dritten Mann haben, der die Kamera dann eben schwenkt und der muss mitten in der Wand hängen. Total aufwendig. Mit dem Ding reingehängt und dann halt eben gestartet. Und sie seilt ja dran vorbei und die Kamera kann ich in der Software nachher schwenken lassen. Einschließlich Ton. Also total easy, cool. So dieses Ease of Use, diese Einfachheit, dieses einfach Effekte zeigen, die ich sonst nicht zeigen könnte, ohne ein zweites Team, ohne ein zweites Flugzeug, ohne ein zweites Kamerateam, ohne ein zweites Kletterer-Team. Dafür ist es halt sehr, sehr gut geeignet. Ein weiteres Praxisbeispiel, hier ist der Basti, das ist der Mann von der Ulla. Der ist am Klettern auf so einer markanten, ausgesetzten Säule und ich kann jetzt ein 360-Grad-Foto machen. Das könnte ich auf Facebook laden, wo man 360 Grad kann man da ja machen. Oder im Nachhinein einen Bildausschnitt festlegen oder eine Videoanimation daraus machen, wie ich halt möchte. Und das ist natürlich cool, wenn man auf dem Gipfel steht oder wenn man auf einem steilen Gipfelgrat läuft oder sowas. Generell beim Bergwandern ist es cool. Auch diese Szene mit der Ulla, da läuft sie auf so einer ausgesetzten Stelle rum und man kann halt eben Selfie-Style, ne, man sieht sie in die Kamera lachen und dann drehe ich den Blickwinkel und man sieht, dass sie da halt irgendwie, dass sie steil runtergeht und solche Sachen. Total cool. Das kann man nicht jeden Tag machen, also wir werden sicherlich nicht nur noch so filmen, das wäre komisch, aber hin und wieder mal, im richtigen Moment, gibt es gerade mit diesem Flugzeug oder im letzten Jahr mit dem Kajak auf Bora Bora, mit so einem Kajak und dann Tiny Planet, die Welt ist eine Kugel, also cooler geht's doch gar nicht. Und es macht halt vor allem Spaß, das ist noch das. Und wenn man Spaß dran hat, wird man kreativ und macht halt eben neue Dinge.
Man kann Gimmicks machen. Hier sehen wir zum Beispiel ein Video, wo der Sebastian mehrfach drin ist. Das kann man mit dem Handy machen. Da kann man, es gibt so Vorlagen, kann man diese Vorlage starten und dann halt quasi einfach sagen, wie das zusammengeschnitten wird. Also mit ein paar Klicks ist das gemacht. Und es gibt halt witzige Effekte. Das könnte man sicherlich auch gut mit den Kindern machen. Die mögen sowas ja immer, wenn man irgendwie... Meine Tochter hat gerade diese Phase, dass sie irgendwie alles doof, ne? Sie will einen anderen Hund haben, eine andere Mama haben, einen anderen Papa haben, am liebsten drei Papas. Gestern Abend hat sie mir gesagt, sie will drei Papas haben. Klar, drei sind besser als einer. Jetzt könnte ich ein Video machen, dreimal Papa und eine Tochter sozusagen. Also solche Gimmicks halt, Gags, die dann so hin und wieder witzig sind. Das war so die ganz, ganz grobe Vorstellung. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Gerät selbst. Man sieht ja schon, es ist relativ klein, ich nehme es mal ab. Es gibt diesen Selfie-Stick, der wie gesagt rausgerechnet wird und unten ist ein ganz normaler Stativanschluss, sodass ich die auf dem Stativ stellen kann, wenn ich sie irgendwo festigen möchte oder so. Ich habe zwei Kameras und die machen eben zusammen das 360-Grad-Bild. Und normalerweise, früher war das so, dann hat man so eine Stitching-Kante. Also in diese Richtung würde man sehen, dass es hier zusammengeschnitten ist, gerade wenn die Sonne reinscheint. Das ist hier nicht mehr so. Selbst mit der Beta-Software und voll in die Sonne, man sieht die Kante nicht mehr. Das ist wirklich gut geworden. Dann habe ich eine ganz normale Micro-SD-Karte drin. Ich habe einen relativ großen Akku. Der ist deutlich größer als beim Vorgänger auch. Sollte entsprechend deutlich länger halten. Man kann ihn rausnehmen, neuen reintun, wenn man zwei hat, und über USB-C aufladen. Weil diese Optiken vorgewölbt sind, sind die relativ kratzempfindlich. Das Ganze kommt mit einer Schutzhaube, die nicht verlieren. Und immer wenn man das Ding nicht benutzt, kommt die Haube rauf. Da kann auch nichts passieren. Weil klar, wenn es darauf fällt, gibt es natürlich eventuell potenziell Kratzer. Besonders cool und neu bei diesem Gerät gegenüber dem Vorgänger ist, aber es gibt ein Display, und zwar ein rundes. Auch das zeige ich mal ganz kurz in der Praxis. Das ist die Stelle, wo du abseilst. Guck mal. Nein, das ist ja echt total cool. Du kannst selbst. Ja. Ich kann einfach das so wischen. Ist das cool oder ist das cool? Das bin ich. Und jetzt kannst du nach oben zoomen. Vorsicht. Da kommst du jetzt runter. Genau, da kommst du jetzt. Wie cool ist das denn? Ist das cool oder ist das cool? Guck mal. Jetzt kannst du dir folgen. Ich kann das in der Software nachher sagen, trecke Ulla. Und dann folgt die Perspektive, folgt dir halt. Und gleichzeitig könnte ich auch dich als Zwischenschnitt reinmachen. Ja. Wo bist du? Hier? Da bin ich, genau. Hammer. Quasi so, wenn du im Video, du guckst zu mir, dann kann die Kamera mitschwenken und wieder zurück und so. 360 Grad. Du hast wirklich 360 Grad ins Video. Und du hast nicht das Problem, dass du einfach Cut, nochmal schneiden und alles. Du hast eine Handlung und verschiedene Perspektiven. Du hast alles drin. Also sonst müsstest du drei, vier Kameras da hinstellen für alle Perspektiven und so. Und das ist in 4K? 360 Grad Video ist, glaube ich, 2,7K nachher, wenn du es geschnitten hast. Okay, aber reicht ja. Ja, eben reicht ja. Das ist ja der Hammer. Das ist voll cool. Nein. Weil das erlaubt mir, das Videomaterial im Vorfeld schon ohne, früher musste ich mich immer mit dem Handy verbinden, um das Bild zu sehen. Und hier sehe ich das Bild. Beziehungsweise ich kann mir ein Video angucken direkt da drauf. Das ist natürlich kein großes Display, aber es reicht, um das beurteilen zu können, habe ich das drauf, was ich haben wollte. Ist das ungefähr das, was ich haben wollte. Macht die Bedienung viel, viel einfacher, weil ich nicht immer ständig mit dem Handy verbinden muss. Gerade so zwei Hände frei und so. Plötzlich muss ich nur noch eine Hand frei haben und nicht noch das Handy in der anderen Hand haben. Also und es sieht einfach wirklich witzig aus, 360 Grad in dem runden Display. Also das unterschätzt man, wie viel besser das plötzlich ist und wie viel mehr wir die Kamera benutzt haben, weil sonst dieses Kamera rausholen, verbinden mit dem Handy, dann geht das womöglich nicht und so. Und schon macht man es nicht. Und hier muss ich es nicht. Ich hole das Ding raus, ich drücke Start, stelle sie irgendwo hin und das war's. Und dann benutzt man es halt mehr, als man es sonst gemacht hätte. Was sind typische Anwendungsszenarien? Ich habe schon gesagt, Flugzeug, Boot fahren, Kanufahrer werden sicherlich sehr viel Freude dran haben, Fahrradfahren natürlich, Autofahren. Alles, was sich irgendwie bewegt und wo man halt die Umgebung drumherum zeigen will. Zum Beispiel bin ich häufig auf Instagram, wenn du meinen Stories folgst, weißt du das. Ich stehe irgendwo und sage, hier ist es cool. Und das heißt, ich nehme das Handy in die Hand und sage, was ihr jetzt gerade nicht seht, was ich aber sehe. Und dann muss ich die Kamera drehen in dem Handy, damit ihr seht, was ich sehe. Und hier könnte ich 360 Grad filmen. Und dann kann ich sagen, ich stehe hier übrigens an einem schönen Ort. Ich zeige das mal ganz kurz. Und die Kamera schwenkt in dem Video nachher rum. Wäre cooler, oder? Und es sind so diese kleinen Gimmicks, die das Ganze natürlich nachher viel professioneller aussehen lassen. Ich habe Mikrofone drin, also ich kann hiermit natürlich auch Sound aufnehmen. Das ist noch nicht final, deswegen kann ich den Sound nicht bewerten. Das haben sie mir extra gesagt, dass die Software da noch nicht final ist. Es gibt natürlich diverses Zubehör. Es gibt offensichtlich mehrere Akkus. Dann gibt es ein Tauchgehäuse, ein Schnellladehub, die Ausziehschnur für das Bullet Time. Bullet Time ist, ich packe das Ding auf dieses Bullet Time Gerät quasi und schwinge das so um den Kopf. Und dann gibt es ein Video, das so dynamisch um mich rumschwingt, so als wenn eine Drohne Kreise um mich rumfliegen würde.
Dann Linsenabdeckung natürlich, Tragetaschen, Mikrofonadapter. Ich verlinke direkt auf die Homepage, da steht das alles auch noch mit Preisen. Fazit. Wir haben sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Wir haben es jetzt sehr viel benutzt. Auch wenn wir die jetzt hier behalten, werden wir die täglich benutzen? Nein, natürlich nicht. Aber hin und wieder mal, wenn wir on Tour sind, wenn wir unterwegs sind, wenn wir an coolen Orten sind, haben wir sie jetzt künftig, glaube ich, öfter noch dabei, um halt eben schnell mal ein Video zu machen, das halt so diesen speziellen Look hat und dass diese Animationsmöglichkeiten gibt. Und vor allem beim Autofahren. Weil wir häufig unterwegs sind und man will immer irgendwie Roadtrip zeigen. Was macht man? Man sitzt im Auto, hält das Handy nach vorne und filmt halt so einen kleinen Timelapse da oder sowas. Was irgendwie bisschen lame ist. Es wäre viel cooler aus dem Fenster halten und man sieht, wo wir durch die Gegend fahren. Gerade jetzt im Herbstwald oder wenn wir in den Bergen sind oder wenn wir an der Küste sind. Ist natürlich viel, viel cooler und wir können viel mehr damit machen. Und es macht nicht mehr Arbeit als das Handy. Das ist ja das Entscheidende. Ich hoffe, das war interessant. Schau es dir halt mal an. Und wenn du dir sowas kaufst, ganz viel Spaß damit. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.